Wir alle kennen ja mittlerweile die zum Meme gewordene Tragödie von Darth Plagueis dem Weisen, der andere vor dem Tod bewahren konnte, aber nicht sich selbst. Diese Geschichte erzählte Palpatine Anakin und es handelte sich bei Plagueis tatsächlich um seinen eigenen Meister, den er selbst kaltblütig ermordete. Doch wie lang, dachtet ihr, waren diese Geschehnisse her? 20 Jahre? 30? Schließlich war Palpatine ja nicht mehr der Jüngste und schon in die dunkle Bedrohung der Meister mit Darth Maul als Schüler. Doch der Schein trügt. Plagueis lebte nämlich noch während den Geschehnissen von Die dunkle Bedrohung. Damals war noch er der Meister und Palpatine der Schüler. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie das mit der Regel der zwei vereinbar ist. Maul war ja schließlich auch noch da. Die Antwort ist simpel. Der Zabrak war lediglich ein Attentäter. Zumindest war das die Wahrheit, die Palpatine Plagueis erzählte. Wer Palpatine kennt, wird nicht schockiert sein zu hören, dass Plagueis schon sehr bald von seinem Schüler ermordet werden würde. Doch das ist heute nicht das Thema. Plagueis war also während Die dunkle Bedrohung die ganze Zeit anwesend. Im Schatten zog er die Fäden und setzte zusammen mit seinem Schüler den großen Plan der Sith in Bewegung. Es gibt sogar eine Szene im Film, wo wir zu 100% wissen, dass er anwesend war. Wir konnten ihn nur nicht sehen. Und zwar handelt es sich um die Szene, wo sich Palpatine und Maul auf dem Balkon auf Coruscant unterhalten. Während dem Gespräch befindet sich Plagueis in dem Zimmer, an dem der Balkon angebracht ist. Falls ihr euch fragt, woher wir das alles wissen, wir entnehmen alle Informationen in diesem Video aus dem hervorragenden Star Wars Roman Darth Plagueis. Für den Fall, dass ihr ihn selbst lesen wollt, haben wir ihn unten verlinkt. Der Roman ist zwar nicht mehr kanonisch, doch da er dem Kanon bisher kaum widerspricht und wirklich, wirklich gut ist, ist er in unseren Köpfen sehr wohl kanonisch. Doch kommen wir nochmal zur eben erwähnten Szene zurück. Während sich Maul und Palpatine unterhalten, hört Plagueis mit Hilfe von seinem Droiden mit. Wir zitieren aus dem Buch. Es war gewiss nicht so, dass er Darth Sidious nicht traute. Doch Plagueis hatte Maul noch nie aus nächster Nähe in Augenschein genommen und er war neugierig auf die Beziehung, die Sidious zu ihm unterhielt. Er wusste, dass sie sich nur selten außerhalb der Hüttenstadt miteinander getroffen hatten. Ganz zu schweigen davon, dass sie mitten in der Nacht zusammen auf dem Balkon von einer von Coruscants stilvollster Monaden spazieren gegangen wären, in die Kapuzen ihrer Mäntel gehüllt. Doch es war nur angemessen, dass sie das schließlich tun würden. L4D dicht neben sich stand Plagueis da und beobachtete die beiden Männer aus der Ferne. Seine Präsenz in der Macht hatte er minimiert. Wir gehen nochmal kurz aus der Szene raus. Auch wenn Plagueis hier sagt, dass es nicht so sei, dass Herr Sidious nicht traute, ist es wohl doch zumindest teilweise so. Es ist ja auch nur verständlich. Verrat ist schließlich in der Natur der Sith. Und wenn dein Sith-Schüler einen Attentäter in der dunklen Seite ausbildet, könnte das eventuell Grund zur Sorge sein. Jedenfalls setzten Maul und Palpatine ihr Gespräch fort, bis Palpatine folgenden Satz sagt. Du hast eine gute Ausbildung genossen, mein junger Schüler. Sie werden keine Chance gegen dich haben. Diese Worte schürten in Plagueis tiefe Besorgnis und er streckte seine Machtsinne aus, eingestellt auf die wogenden Strömungen der dunklen Seite. Momentan standen die Torflügel, die die Zukunft verbargen, einen Spalt breit offen und er erhaschte einen flüchtigen Blick auf künftige Ereignisse oder auf Ereignisse, die möglicherweise eintreten würden. Was von beidem auch zutreffen mochte, es ermutigte ihn nicht. Hatten er und Sidious alles falsch verstanden? War es vielleicht besser, ihr Vorhaben abzubrechen und darauf zu vertrauen, dass Palpatine zum Kanzler gewählt wurde, ohne dass Naboo an die Handelsföderation fiel, sobald die Jedi von der Existenz eines Sith erfuhren. Würden sie dann mit einer intensiven Jagd nach dem anderen beginnen? Sidious hatte nahezu väterlich Bande zu Maul entwickelt. Und so verhaftet, wie er in der Gegenwart war, entging es ihm, die Wahrheit zu erkennen. Nämlich, dass dies vermutlich das letzte Mal war, dass er und sein Schüler einander in Fleisch und Blut begegneten. Um ganz kurz Verwirrung vorzubeugen, der letzte Satz bezieht sich auf Sidious und Maul und nicht auf Plagueis und Palpatine. Aber ja, Plagueis spürte hier also eine Art Missgunst in der Macht, als Sidious Maul seinen jungen Schüler nennt. Zum Teil, weil er sich grundsätzlich um den großen Plan sorgte, der ständig auf der Kippe stand. Es gab dauernd neue, unerwartete Entwicklungen. Als der Senat zum Beispiel Qui-Gon und Obi-Wan entsandte, befürchteten die Sith, die Handelsföderation würde dem Druck nachgeben und zu viel verraten. Dieses ungute Gefühl, das Plagueis in dieser Szene eben hatte, hatte aber noch einen zweiten Ursprung. Nämlich, und das war ihm zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, weil es nicht mehr lange dauern würde, bis Sidious ihn ermorden würde. Plagueis glaubte nämlich nicht mehr an die Regel der Zwei.
Zumindest nicht in dem Sinne, dass ein Schüler mächtiger werden muss als sein Meister. Er dachte, diese Tradition wäre mit dem Tod seines Meisters, durch natürlich seine eigene Hand, vorbei gewesen. Ihm ging es nämlich um die Unsterblichkeit. Sein Ziel war die Rache der Sith und dass sein Schüler an seiner Seite mit ihm herrschen würde. Natürlich bis in alle Ewigkeit, da er fest davon überzeugt war, den Schlüssel zur Unsterblichkeit zu besitzen. Er hatte aber wie viele Sith die große Schwäche der Arroganz. Für ihn war es unvorstellbar, dass seine Macht irgendwann vergehen könnte. Deswegen sah er nicht, was offensichtlich vor seinen Augen passierte. Palpatine suchte sich einen eigenen Schüler und in dem Moment, in dem er Plagueis nicht mehr brauchte, würde er ihn töten. Was dann letztendlich auch genau so passierte. Dieses Video bietet nur einen kurzen Einblick. Während den Geschehnissen von Episode 1 hatte Plagueis noch viel öfter seine Hände im Spiel. Er unterhielt sich zum Beispiel mit Qui-Gon Jinn und Dooku und er versuchte sogar einmal, Anakin auf Coruscant zu treffen. Falls wir dazu noch was machen sollen, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Und falls euch noch mehr Buchausschnitte interessieren, in dem Roman von Angriff der Klonkrieger erfahren wir, was Anakin wirklich mit den Tusken gemacht hat. Der Film schneidet zwar weg, im Roman ist die Szene aber in voller Länge vorhanden. Und wir haben es dann vertont mit Soundeffekten, Bildern, Musik und so weiter. Schaut euch das als nächstes an, wenn es euch interessiert. Josh und Dima out.